Also 90% der Probleme meiner Schüler liegen wirklich daran, da sie nicht wissen, wie man das übt. Weil du hast ja schon gemerkt, die Tabs und so kriegst du schnell, man hat dort Zugang zu, man kann sogar gucken, wie einer das spielt, man kann sich das anhören und so. Und ist auch vollkommen in Ordnung, das nach den Ohren nachzumachen. Ich meine, die ganzen Helden, du hast jetzt Gary Moore genannt und so, die haben auch früher nach Gehör nachgespielt oder so, ja. Aber deshalb hatte ich dich gefragt, warum du das bis zu einem gewissen Grad lernst und dann aufhörst, dann diese Details zu verfeinern. Ich nenne das immer das Polieren sozusagen. So kurz die Tabs so irgendwie spielen und sich einprägen, das hast du ja hingekriegt. Und jetzt fehlt dieser letzte Prozess, dass das schön wird. Ne? Und wir müssen jetzt rausfinden, woran das liegt. Also liegt das zum Beispiel an der Regelmäßigkeit, wie oft man übt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel einmal in der Woche nur macht, das ist wie beim Sport, dann ist der Effekt des Übens nicht so groß. Deshalb, das könnte ein Grund sein. Aber ganz oft liegt es auch an der Übemethodik, also der Art, wie man da rangeht beim Üben. Ne? Ich würde jetzt gern Folgendes probieren. Wir probieren ein anderes Stück, was du noch nicht selber angefangen hast. Und zwar nur, um zu gucken, wie du das lernst, wie du es nacheinander machst. Wir üben das zusammen sozusagen. Und ich würde mit einem anfangen, wo wir erstmal, vielleicht beim ersten Riff oder so, uns auf eine Seite konzentrieren können. Weil so ein Stück wie The Loner oder so, wo dann ganz viele Saiten und Bendings, das sind natürlich so viele Sachen, wo die Probleme bereiten können. Sind die Bendings in Tune? Treffe ich die Saiten? Beim Saitenwechsel ist mein Wechselschlag richtig? Bleibe ich dabei im Takt? Treffe ich die richtige Saite? Und so weiter. Ne? Das hast du gemerkt. Das ist am Anfang eine Menge. Und deshalb dachte ich, wir fangen vielleicht an. Im Stück wirst du sicherlich auch kennen. Und das ist erstmal auf einer Seite. Und dann können wir erstmal gucken, wie du das lernst, wie du da rangehst und worauf du dich kontrollieren kannst, wie du dich selber kontrollieren kannst. Und vielleicht schaffen wir es damit ja sogar, dieses Metronomproblem, was du sagst, du kannst nicht im Takt bleiben und wenn du spielst, da wippt keiner mit dem Fuß oder so. Vielleicht können wir das damit sogar auch lösen. Deshalb, ich spiele es vor, du kennst es garantiert. Mal sehen, ob ich es so zusammenkriege. Müsste ungefähr so ja gehen. Kennst du, oder? Peter Gunn heißt es, glaube ich, ne? Wie du vielleicht gesehen hast, das Coole ist, ich habe alle meine Finger gebraucht. Man könnte jetzt auch irgendeine Fingerübung machen, ja, kein Problem, wenn man darauf steht oder so. Aber das ist eine Melodie, hier müssen wir schon ein bisschen mit Wechselschlag arbeiten, Finger heben, Finger runterdrücken. Ist eigentlich cool, ist auch relativ easy. Ich zeig dir das, pass auf. Zuerst kommen einfach zweimal die Leerseite. Und da machen wir gleich den Wechselschlag. So, spielen wir zweimal die Leerseite. So, das ist easy, oder? Vielleicht kannst du sogar deine Verzerrung noch ein kleines bisschen rausnehmen, dass du nicht ganz so stark verzerrt hast. Dann hört man besser, also du auch selber, wo du nicht genau greifst oder so. Ne? Bevor wir weitermachen, ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber beim Üben versuche ich immer, die Einheiten so klein wie möglich zu lassen. So, jetzt haben wir die zwei Noten gemacht und die meisten Schüler, vor allem wenn sie sich ein Blatt ausgedruckt haben, was drei Seiten ist oder so, mit dem ganzen Solo, oh, geil, 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 wir wollen ja so schnell wie möglich ans Ende kommen. Ich sage, bleib so lange wie möglich bei so wenig wie möglich. Werde der Meister dieser zwei Noten. Und deshalb, wir fangen jetzt mal an, einfach um ein bisschen warm zu werden und zu konzentrieren. Wir spielen einfach diese zwei Noten immer wieder. So, und jetzt kann ich schon bei dir mitwippen, weil es ist doch nicht schlecht. Du hast doch Timing. Für zwei Noten reicht's, aber wir haben die zwei Noten gemeistert. Dann können wir jetzt die dritte dazu nehmen. Ne? So, jetzt pass auf, die nächsten zwei Noten sind... Du musst einmal mit dem Zeigefinger im zweiten Bund drücken und dann wieder die Leerseite. Das heißt, das Riff geht 0-0-2-0. Spiel mal. Hast sehr gut gemacht, du hast schon von alleine jetzt. Und das, vielleicht kommt dir das jetzt zu einfach vor, aber ich dachte, wir fangen ganz wo unten an, um alle Problemstellen zu betrachten. Weil beim ersten Mal hast du vielleicht gemerkt, hast du selber... Oh, ich muss jetzt zur rechten Zeit den Finger wieder hochnehmen, wenn die Leerseite kommt. Das ist schon das erste Training, ne? Dass man nicht... Ach, Mist, liegt ja noch der Finger drauf oder so. Du hast schon krassere Sachen gespielt mit The Loner oder so, was du versucht hast. So. Aber wir ziehen das jetzt mal durch mit diesem Riff. Und wenn wir das perfekt können, dann haben wir wenigstens was wir mal von Anfang bis Ende geschafft haben, sozusagen. Ne? Spiel nochmal ganz oft hintereinander diese ersten vier Noten. Okay, cool. Und jetzt nimmst du dein Metronom raus, was auch immer du für eins hast, egal. Und ich habe das jetzt auf 96, ich weiß nicht, was Originaltempo ist, ist auch egal, irgend sowas in der Drehe. Und wir spielen jetzt
das Fachwort sind Achtel. Wir spielen jetzt Achtel. Das heißt einfach zwei Noten pro Klick. Das Erste, was du machen musst, ist dich halt auf diesen Klick einzulassen. Und wir probieren jetzt mal, ob du einfach nur diesen Klick treffen kannst. Probier mal zu deinem Metronom. Einfach nur die leere E-Seite. Das ist schon gut. Jetzt versuch mal, dich genau zu konzentrieren. Ich habe ja gesehen, du guckst jetzt so auf mich, was in Ordnung ist, was gut ist. Besser, als wenn du irgendwo anders in der Weltgeschichte rumguckst. Aber versuch mal im Kopf, dich zu konzentrieren auf diesen Klick, wie als wäre das ein Mitspieler, mit dem du zusammenspielen musst. Und den so präzise wie möglich. Du musst jetzt nicht verkrampfen oder so, aber dass du mit einem Ohr weiter hinhörst, weil das ist der häufigste Fehler, dass ich bin ja drin und dann schweift das Gehirn ab und geht woanders hin. Aber jetzt muss dein Ohr bei diesem Klick bleiben, weil das ist dein Mitspieler, der ist die ganze Zeit jetzt da. Den musst du jetzt beachten. Und versuch mal, du merkst dann so, das ist auch so ein bisschen eine Konzentrationssache, bin ich genau drauf, bin ich zu langsam, bin ich zu schnell? Du kannst auch weiter so diesen Groove spüren, das ist ja nicht schwer, weil wir sind ja in einem angenehmen Tempo. Ne? Probier nochmal. Merkst du, dass du ein bisschen zu früh bist? Jetzt bist du zu spät. Du hast das, bevor ich dir gesagt habe, zu früh, zu spät, hast du es doch gut gemacht. Das ist jetzt nur, weil wir jetzt versuchen, das zu justieren. Und das ist das Training. Ja? Training findet, also egal, wenn man was lernen will, findet ja immer in der Zone statt, wo man was nicht kann. Sonst ist es einfach Wiederholen von was man schon kann. Probier nochmal. Du kannst auch mit dem Körper mitgehen. 1a, jetzt versuchst du mal, Wechselschlag zu machen. Das heißt, dass du die zwei Noten, die Lücke, die da noch ist, du machst ja jetzt nur kling, 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 kling. Du machst jetzt Kaffee, 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 Kaffee. Ne? Nochmal starten, okay. Das ist nicht schlimm, aber jetzt merken wir schon, erstes technisches Problem. Im Takt bleiben, während diese zwei kommen. So. Da haben wir schon eine Sache, die man üben kann. Und das ist jetzt nicht weit davon entfernt, dass du das jemals könntest. Aber wenn du das erstmal sicher hättest, egal wann du dann spielst, irgendwas, da kommen ja auch Abschläge und so. Und damit du im Takt bleibst, das ist meistens nur eine Kopfsache. Das hat gar nichts mit deinen Muskeln oder Talent oder so zu tun, sondern man ist so überfordert mit dem Spielen des Instruments und welche Note, dass man vergisst, wo ist der Groove und so. Und wir üben jetzt, ohne was zu spielen, dass man, wo ist ja eigentlich der Groove? Dun, 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 dun. Mach nochmal. Jetzt bist du ein bisschen langsamer geworden, deshalb warst du nicht mehr drin. Aber das ist so Grundlagentraining. Das mag einem vielleicht so ein bisschen komisch vorkommen, ich spiele hier nur diese eine Note. Aber du hast es ja hingekriegt, dann warst du ein bisschen langsam geworden, bist rausgekommen. Wenn man das einmal gemeistert hat, hat man das ja für immer. Es ist ja nicht wie was dann weggeht oder was du im nächsten Stück nicht benutzen kannst. Ja? Sondern wenn du das einmal hast, das kannst du für jeden Song, wo irgendwelche durchgängigen Achtel, ob das jetzt Akkorde oder was auch immer das sind, irgendwo kommt ja sowas vor, dann hast du das. Das wäre die erste Übung, die du jetzt machen kannst. Und die musst du nicht ewig machen, aber wenn du das täglich 5 Minuten machst, das ist wirklich wie so Vitamine nehmen, das ist dein Rhythmustraining. Ich denke, da du am Anfang drin bist und dann nur rauskommst, schlimmer wäre es, wenn du es gar nicht finden würdest. Dann hätte man ein anderes Problem. Aber du findest es ja immer und irgendwann lässt du danach und dann trifft du das ab oder so. Ist nur eine Gewohnheitssache. Wenn du das ein paar Tage machst, ich denke, nächste Woche sagst du, hä, das ist doch super easy, ich brauche doch nur dranbleiben. Das ist eine Konzentrationsgeschichte. Okay, das wäre die erste Übung. Weiß nicht, ob du das irgendwo notieren willst oder so, aber das wäre, wo du jetzt auf einem ganz niedrigen Level, weil du sagst, du möchtest gerne die Basics lernen, das ist ein Basic. Kann ich einfach im Takt bleiben und dieses da, 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 da spielen. Das, egal ob das oder halt ein Ton. Und das übertragen wir dann nämlich später auf. Das soll ja auch dann im Tempo bleiben und drin bleiben und irgendwann will man schneller spielen. Aber das ist wie so eine grundlegende Fähigkeit. Wenn die nicht da ist, blockiert die nämlich alles andere. Übung 1. Jetzt machen wir das Riff weiter, unabhängig vom Metronom. Zum Metronom spielen, das ist eine ganz eigene Geschichte, weil da muss man wirklich ein stures Tempo haben oder so. Das ignorieren wir jetzt erstmal. Wir spielen jetzt das Riff weiter. Wir hatten ja schon, kannst du dich noch erinnern, wie es ging, was wir bis jetzt hatten? Okay, cool. Nehmen wir den dritten Bund dazu und ich vereinfache das jetzt. Normalerweise ist da noch so ein kleiner Hammer-On drin, den lassen wir jetzt weg und das ist das nächste beim Üben. Man lässt am Anfang so viel wie möglich weg, was einen erstmal überfordert. Das können Slides sein, das können Bendings sein oder so. Manchmal übe ich so eine Linie, keine Ahnung, habe jetzt keine Parade, aber wenn die gehen würde, dann lasse ich diesen ersten Slide vielleicht weg, weil ich erstmal und dann
Und jetzt mache ich das Staccato wie am Anfang. Weil das habe ich am Anfang auch weggelassen. Die Idee ist einfach, jedes kleine bisschen, was man weglassen kann, so viel wie möglich weglassen, was einen überfordert. Das muss man natürlich immer selber entscheiden, wenn man sagt, ist doch für mich kein Problem, diesen Slide zu machen. Cool, dann kann man den gleich mitmachen. Aber je mehr du weglassen kannst, umso besser. Umso mehr kannst du dich auf eine Sache konzentrieren. Ich lasse jetzt diesen Original Hammer-On weg und spiele nur. Wir hängen einfach die 3-0 dran. Ach so, ja. Also vom Rhythmus her, weil es eigentlich weitergeht, lasse ich jetzt kurz eine Pause. Ich mache da, da, de, da, de, da, warten. Warten. Da fehlen eigentlich noch zwei Noten, um den Takt voll zu machen. Da kann man warten, man kann weiterspielen, aber ich würde lieber kurz so warten, damit das vollständige Taktgefühl da ist. Okay, das kannst du. Jetzt pass auf, jetzt gucken wir uns diesen Hammer-On an. Was dort eigentlich noch passiert ist, dass einfach ganz schnell, das ist jetzt sogar eine 16, wenn du so willst, mit dem dritten Finger zum vierten gehämmert wird. Vielleicht probierst du erstmal. Kannst du? Klappt doch. Und vom Rhythmus her ist es jetzt. Ich hänge noch die letzte Note dran, weil da ist es klar. Da, da, da. Da, da, da. Das ist dann wieder das tiefe E. Ich spiel's mal komplett, das Ganze, damit du die Rhythmik richtig hörst. Ich mach's jetzt aber ganz langsam. Da, 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 di, da. Und wenn du kannst, lässt du den Wechselschlag vor. Also es geht da, 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 di, da. Die Hand, die macht eigentlich nichts weiter. In die Lücke kommt aber halt noch diese eine Note. Und jetzt nur noch mit der Hand, da, li, da, das, obwohl, jetzt, das ist jetzt eine Koordinationssache, weil du hast jetzt zweimal nach unten geschlagen, weil du verwirrt warst, hier muss ich ja was machen und hier muss ich normal weitermachen. So, man muss das übrigens nicht so spielen, man könnte das jetzt auch nur mit Abschlägen spielen, aber ich mache das bewusst einfach, dass wir jetzt das haben, oh, hier ist jetzt zum ersten Mal linke, rechte Hand, die machen was Unterschiedliches, müssen sich konzentrieren, ne? Kriegst du hin. Ich würde dir empfehlen, es noch langsamer zu machen. Dann hast du mehr Zeit zu denken. Pass auf, ich mach's nochmal vor, wie langsam du das machen könntest. Drei, vier. Kannst mitspielen. Drei, vier. Dann, wir vereinfachen das jetzt doch. Das meine ich mit, man kann immer wieder einen Schritt zurückgehen. Wir machen jetzt nur Abschläge. Du musst jetzt nicht über hoch und runter denken, sondern du versuchst nur dam, 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 dam. Da, di, da, nur Abschläge, mach mal. Hey du, sorry für die kurze Unterbrechung, es geht sofort weiter. Aber wenn du mir auch gern mal eine Frage stellen und eine direkte Antwort auf irgendeins deiner Probleme von mir bekommen möchtest, dann werde doch Teil der Gitarrengemeinschaft auf Patreon und unterstütze diesen Kanal. An alle, die sich noch in diesem November entscheiden, VIP oder Master Patreon zu werden, verschenke ich zusätzlich eine Coaching-Session, in der wir ein Riff, ein Lick oder eine Akkordfolge deiner Wahl zusammen auseinandernehmen und ich dir genau zeige, wie ich üben würde und was ich üben würde, um dieses Stückchen Musik zu meistern. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Video. Perfekt. Das hier, das holen wir uns später zurück, den Wechselschlag, wenn wir das besser können. Brauchen wir jetzt noch nicht. Und das ist, warum ich das so mit dir übe, weil man könnte jetzt ein ganzes Buch mit Übestrategien schreiben und dann hat man das so, gibt es ja auch, lese ich auch sowas, aber dann hast du da Wörter und weißt nicht genau. Aber wenn wir das jetzt so üben, wenn du alleine vor dem Blatt sitzen würdest, dann musst du solche Entscheidungen treffen. Mache ich jetzt Wechselschlag oder nicht? Ich lasse den erstmal weg. Vielleicht steht sogar Wechselschlag drin und du sagst, mache ich nicht. Ich muss das erstmal vereinfachen, damit ich hinterherkomme. Weil zuerst ist natürlich, dass du die richtigen Noten spielst, wichtig. Danach ist, dass der Rhythmus stimmt, wichtig. Und erst zum Schluss kommen die ganzen Artikulationsslides und Ausdruck und Dynamik und so. Es gibt auch Leute, die sagen, man muss alles gleich zusammenüben. Aber wenn ich gar nichts kann, wie soll ich da alles gleich zusammenüben? Ist ja unmöglich, ja? Meiner Meinung nach. Das spielen die meisten. Die meisten spielen das am Anfang so, wie es passt. Darin ist eigentlich auch nichts falsch. Ob du nur nach oben oder unten schlägst, manchmal hat es eine Betonungssache, weil ein Schlag, guck mal, wenn ich nur nach unten schlage, oder? Das hat so ein anderes, so ein wie Bouncing, wollte ich sagen. Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Da, da, da. Das hat wie schon einen Rhythmus eingebaut. Wie eine Uhr, die nicht macht tick, 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 sondern tick, tack, tick. Das sind zwei. So.
Das sind winzige Unterschiede und manchmal klingt es besser, wenn man Abschläge macht bei manchen Noten, manchmal nicht. Manchmal entscheidet man das aber auch technisch, weil es leichter ist, bei der nächsten Note einen Abschlag oder einen Aufschlag zu machen oder so. Aber warum übt man das mit diesem Wechselschlag? Ich erkläre dir das. Wenn man das lang genug geübt hat mit diesem Metronom immer, klick, 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 weiß die Hand irgendwann, egal wie der Rhythmus geht, da, 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 wann sie hoch und runter schlagen muss, selbst wenn ich dich die ganze Zeit so hier mache, sondern weil du immer geübt hast, klick, 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 macht die das dann egal bei welcher Melodie automatisch. Das kennst du auch, wenn Leute Funk spielen, so. Da geht ja die Hand die ganze Zeit eigentlich. Weil es wäre viel schwerer, wenn man so. So Start, Stopp ist für einen Körper viel schwieriger, anhalten, wieder los, als wenn der einmal in Bewegung ist und dann. Wenn die Hand sowieso hoch und runter geht, ne? So, und so ist es auch im Kleinen mit dem Wechselschlag. Für uns jetzt egal, wir machen nochmal. Das musst du nicht laut machen, das A. Das ist nur, um die Pause zu demonstrieren. Okay, langsamer. So, immer wenn es nicht geht, ist Zeichen, es war zu schnell. Deshalb. Warten. Mitspielen. Warten. Runterschlagen nur. Versucht mal, für eine Sache solltest du dich jetzt entscheiden, am besten nur das Runterschlagen erstmal. Und merkst du das, jetzt wo es langsamer war, du konntest es dann sofort. Und das liest du überall, das sagt dir jeder Lehrer, das steht in jedem YouTube-Video, spiel langsam, das machen wir alle nicht. Und da müssen wir uns ständig dran erinnern, weil du versuchst gerade deinem Gehirn was beizubringen. Und das weiß noch gar nicht, wie das geht. Das ist so wie, du hast gesagt, du hast Enkel, wenn die was lernen wollen, die sind ja auch noch klein. Und wenn die was lernen wollen, du sagst, das ist doch ganz einfach, du nimmst diese Schraube, schraubst da dran und dann geht das dahin. Sagen die, hä, was? Das kapieren die, können die gar nicht folgen, was auch immer du dir erklärst. Deshalb, wie spricht man mit Kindern? Pass mal auf, das ist eine Schraube. Die dreht man hier rein. So. Und so ist es für dein Gehirn, wenn du was versuchst, was du nicht kannst. Du machst, oh, mach das mal so. Und es muss ja gleichzeitig den Befehl geben, ich spiele jetzt das Lied. Muss achten, spiele ich das eigentlich richtig? Muss ich was korrigieren? Also da läuft so wie so ein Loop, so ein Hin und Her zwischen Hören, Sehen, richtig falsch einschätzen, Befehle geben für die Motorik und so weiter und wieder hören und das geht die ganze Zeit in so einem Feedback-Kreislauf irgendwie. Und wenn du das so schnell machst, dann ist es total überfordert. Und deshalb, so blöd das ist, du musst das. Und wenn du das dann 3-4 Mal gemacht hast und dann merkst du das ja, hey, ist doch ganz einfach, verstehe ich doch, dann kannst du auch. Dann klappt das auch meistens. Ich weiß, dass du das weißt, das wissen alle meine Schüler, aber das muss ich immer wieder sagen, das muss ich mir sogar selber sagen, wirklich beim Üben. Stopp, Sebastian, das war wieder zu schnell, mach langsam. Noch langsamer, spiel mal noch langsamer. Wir nehmen jetzt die nächsten zwei Noten, du machst das super, jetzt haben wir es gleich geschafft. Wenn wir das alles gespielt haben, kommt jetzt noch 4 und 3. Von Fingern her, Bünde sind 5 und 4 natürlich. Ich spiele es einmal vor, ich mache es ganz langsam. Das war, weil es jetzt neu war, da war, oh, was muss ich eigentlich tun? Das ist ganz normal, es gehört zum Lernprozess dazu, dass du nicht wusstest, was kam jetzt eigentlich, du hast zum ersten Mal das gemacht. Gleich nochmal. Wenn es nicht klappt, kurze Pause, nicht aufregen, tief durchatmen und nochmal langsamer starten. Nochmal wirklich langsamer starten und kontrollieren, mache ich alles richtig, mache ich den Wechselschlag. Du musst immer mit so einer Art rotierenden Aufmerksamkeit, spiele ich die richtigen Bünde, ist der Rhythmus richtig, bin ich hier. Einfach ganz konzentriert und langsam. Perfekt. Und das, was denkst du, wie oft du das jetzt wiederholen musst? Es gibt keine Zahl, aber 10 ist auf jeden Fall zu wenig. 100 ist schon gut. Und deshalb muss man diese Geduld mitbringen. Ich meine, du musst in dich selbst reinfühlen einfach. Klappt das jetzt schon besser? Und dann kannst du es ein kleines bisschen schneller. Das ist zum Beispiel das Geile am Metronom, weil normalerweise kann man da in kleinen Schritten halt ein bisschen schneller machen. Man kann das aber auch selber machen. Man muss das nicht mit dem Metronom. Einfach, man spielt das erst ganz gemütlich. Das Wichtigste ist konzentriert, also immer, ist das noch richtig, ist das noch richtig. Man verspielt sich immer dann, wenn man anfängt, ah, nachher will ich noch einkaufen oder irgendwo hinguckt oder so, ne? Dann passieren die Fehler, sondern konzentriert.
dann sagst du, ach ja, das klappt doch ganz gut, mach's schneller. Und das ist jetzt im Schnellverfahren. Du kannst dir da viel mehr Zeit lassen. Egal wie schnell du wirst, wie schnell du es schaffst, ist es eh keine Aufgabe, das heute perfekt zu machen. Das geht nämlich gar nicht. Das geht auch rein lernphysiologisch oder neurobiologisch nicht, weil das Lernen findet erst statt, wenn du schlafen gehst. Was jetzt passiert, das muss man auch erstmal wissen. Du kannst dich zwar jetzt hinsetzen, das üben, aber was jetzt gemacht hat, jetzt werden so kleine Marker in deinem Gehirn gesetzt. Stell mir das vor, da rennt einer mit so Fahnen rum, sagt das lernen, das lernen, das lernen. Der steckt jetzt erstmal den Pfad ab. Und wenn du jetzt 10 Tage wach bleiben würdest, weil du Speed nimmst oder auf eine Techno-Party gehst oder so, dann hättest du es wieder vergessen. Wenn du aber heute Abend, ich weiß, dass du das nicht mehr machst in deinem Alter, aber ich wollte nur sagen, wenn du nicht schlafen gehst, wenn du jetzt sagst, ich mache die Nacht durch oder so, dann bleibt nicht viel hängen. Die eigentliche Phase des Lernens, da wo es eigentlich gespeichert wird, ja, die findet dann im Schlaf statt. Und deshalb, du kannst es jetzt trainieren, aber das wird nur bis zu einem gewissen Grad besser. Das ist auch das, was man merkt, wenn man so merkt, ah, heute passiert nichts mehr, irgendwie, da geht nichts mehr rein, ist vorbei. Weil jetzt brauchst du die zweite Phase des Tages. Deshalb reicht es, wenn du das 5 Minuten am Stück machst. Ich würde es gar nicht von der Anzahl erstmal machen. Anzahl wäre auch cool, aber wer hat Bock zu zählen, wie oft er das gespielt hat? Ja? Also stellst du dir eine Eieruhr, ich spiele es jetzt 2 Minuten am Stück, fehlerfrei. Oder 3 oder was weiß ich. Ne? So, spielst es ganz oft. Sagen wir mal, du hast es 5 Minuten gemacht, dann ist dein Tagessoll erfüllt. Und wenn du dann schlafen gehst, wird es gespeichert. Am nächsten Tag stehst du auf. Vielleicht merkst du schon, dass es besser geht. Ich merke es immer erst maximal am 3. Tag. Also selbst ich, der jeden Tag spielt oder so, wenn ich was Neues mache, denke ich am 2. Tag, hey, das hat ja nichts verbessert. Das ärgert mich immer noch bis heute. Ich sage, warum habe ich mich da gestern hingesetzt? Es klappt gar nicht, der Akkord, der neue oder was weiß ich, klappt gar nicht besser. Wenn ich das dann aber nochmal genauso mache, am 3. Tag, und das ist immer am 3. Tag, wow, es geht ein bisschen einfacher. Aber ich kann den 2. Tag nicht überspringen oder so. Ich muss den 1., wo ich nichts weiß, den 2., wo ich das nochmal, okay, das geht immer noch fast wie am 1. Tag, nur ein bisschen besser. Und am 3. Tag spürst du das. Also das erzählen mir viele Schüler, dass sie, wenn sie einen Tag Pause machen oder mal das Wochenende, dann besser spielen. Ich habe das bei mir noch nie festgestellt. Ich will nicht sagen, dass es nicht so ist oder so. Ich habe nicht das Gefühl. Vielleicht ist es auch, dass man diese eine Sache, man gibt ja auch beim Sport übertrainiert oder so, dass man sich da einen Frust gefressen hat. Oder das ist ja auch, wenn du das, je länger du das spielst, irgendwann, das ist auch, wenn du ein Wort sagst, wenn du immer wieder dasselbe Wort sagst, irgendwann verstehst du Tisch, 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 verstehst du die Bedeutung nicht mehr. Und manchmal hast du dann auch Probleme, dann fängt deine Zunge an, komisch zu machen, dann geht das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast, aber das kennt man ja so, wenn man irgendein Wort, wenn man Wetter, 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 und auf einmal spricht man das nicht mehr richtig und es wird ganz komisch. Und das ist eher meine Vermutung, dass man zu viel gemacht hat, das gibt es nämlich auch. Deshalb sage ich, sich irgend so eine Frequenz stellen, 5 Minuten oder irgendwas, was überschaubar ist. Nicht zu wenig, nicht zu viel, aber sagen, ey, ich spiele das jetzt mal 3 Minuten am Stück. So angenehm, dass ich Spaß habe und dann aufhören mit dem Ding. Wenn man dann noch Bock hat, was anderes zu üben, super. Mir geht es jetzt um dieses Riff, dass du das mal so übst, wie wir das besprochen haben, dass du sagst, okay, ich trainiere das und dann versuchst du ein bisschen auf Speed zu kommen. Also jetzt nicht, sind wir nicht bei der Droge, jetzt sind wir beim Tempo. Dass du das dann, ich weiß nicht, wie das Originaltempo ist, kannst ja mal reinhören. Peter Gunn heißt das. Ich glaube, so ist es. Du musst es nicht so schnell erstmal spielen. Lass dir erstmal Zeit. Worum es mir ging in dieser Stunde, dass du diese Lernerfahrung hast und auch, wie wir das jetzt gemacht haben, da was weglassen, da was hinzufügen. Wenn du dich dann sicherer fühlst, übrigens das langsam zu spielen, kannst du auch mal sagen, wie ist denn das jetzt, wenn ich wieder den Wechselschlag einführe? Weil dann brauchst du dich nicht mehr so sehr auf die Hand konzentrieren, kannst sagen, was macht denn die? Aha. Ah, das ist der Schwerpunkt, weil wenn ich runter mache, kommt dieser Hammer an, dann wieder zurück, dann kann man sich auf was Neues konzentrieren, dann kannst du es versuchen, wieder reinzufügen. Das wollte ich dir deshalb zeigen, weil, wo du mir hier die ersten 2 Stücke vorgespielt hast, da war ja schon so viel, gleich am Anfang. Was auch immer, ich weiß nicht mehr genau, was da gespielt ist. Es waren so viele Noten, so viele Rhythmen, so viele Muster, die du versucht hast zu spielen. Und du musst eigentlich, das ist ja jetzt relativ kurz, und dann das Coole ist, es wiederholt sich immer wieder. Du musst eigentlich jede Einheit in so einem Stück genauso in kleinen Einheiten wiederholen, bis die sitzen und dann die nächste Einheit, dann musst du die verkoppeln, die miteinander, musst du den Übergang üben, dann spielst du das Ganze. Das, wie wir jetzt geübt haben, nicht das, was wir geübt haben, sondern wie wir geübt haben, das kannst du jetzt auf jedes Stück übertragen. Aber du musst dich wirklich selber dazu anhalten, zu sagen, stopp,
eine Note oder zwei, spiele ich die sauber, klingen die schön? Die dritte Note, passt die dazu? Bin ich im Rhythmus? Die vierte Note, du musst wirklich mit ganz kleinen Einheiten arbeiten. Und irgendwann, wenn man genügend solche kleinen Einheiten gelernt hat oder so, dann erkennt man natürlich auch Muster. Das ist der Grund, warum man Tonleitern übt, weil das sind ja schon Dinge, die zusammen gehören sozusagen. Und wenn dann kommt, ach, die 1, 3, 4 hatte ich doch schon mal gespielt irgendwo, dann erinnert man sich dran. Und dann geht das Lernen immer schneller. Aber am Anfang ist, wenn man da zu viele Informationen hat und die alle unsauber spielt, klingt das nicht. Und in der Musik ist es auch so, wenn nur wenig Prozent falsch sind, sozusagen, wenn das jetzt ein Computer analysieren würde, wie viel hast du richtig gespielt? Wenn der Rhythmus nur zu 80% stimmt, ist es nicht mehr das Lied, meistens. Dann sagen die Leute, hey, ich erkenne das gar nicht. Wenn die Tonhöhen nicht stimmt, hört jeder. Wenn ich singe, alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Ich habe nur eine dazwischen, die schief war oder so, aber die machen das sofort kaputt in der Musik. Nur schlimmer ist es, wenn man Programmierer ist, habe ich gehört, weil wenn du da ein Komma falsch hast, geht das ganze Programm nicht. So schlimm ist es zum Glück in der Musik nicht, wenn du so kleine Sachen hier wie ein Slide nicht richtig machst oder so. Aber diese Rhythmusgenauigkeit, die Tonhöhengenauigkeit, die muss halt gegeben sein, sonst klingt das nicht wie das Stück. Und dann wundert man sich, oh, das klingt nie gut. Probier mal dieses Riff zu lernen und wenn du dich dann sicher fühlst, wenn du möchtest, du kannst es dann auch, wenn du es schneller kannst, mir gerne mal als Video schicken. Dann hast du nämlich gleich die nächste Herausforderung, das aufzunehmen. Kannst du ja mit dem Handy einfach machen oder so. Weil da wirst du merken, immer wenn du auf Record drückst, hast du das gleiche Problem, wie wenn du mir vorspielst. Dass du sagst, oh, jetzt nimmt es ja auf, jetzt muss ich ja richtig spielen. Aber das ist ein super Training, wenn man es schon kann. Wenn man das zu früh macht, wenn man noch hier unsicher ist, geht es natürlich gar nicht. Du siehst ja, wie ich unterrichte. Ich unterrichte so, dass du nicht von mir abhängig bist, sondern ich zeige dir eigentlich, wie es geht. Ja, damit du die meisten Sachen selber machen kannst. Hey YouTube, vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Alle Noten, alle Tabs und alle Backing-Tracks, die findet ihr auf meiner Patreon-Seite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt mir auch in die Kommentare. Dann weiß ich, was ich beim nächsten Mal besser machen kann. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!